Hi Leute, na, seid ihr neu in Würzburg und fragt euch, welche Weihnachtsmärkte hier eigentlich am studentenfreundlichsten sind, dann seid ihr hier genau richtig. Wir bewerten Weihnachtsmärkte in Würzburg und Umgebung. Wir testen für euch den Glühwein, den Flair, die Anbindung und die Preise. In jeder Kategorie können insgesamt 5 Pinguine vergeben werden. Und 5 Pinguine sind die höchste Bewertung. Wer am Ende gewinnt, ist der mit den meisten Pinguinen. Dann fangen wir doch gleich mal hier in Veitshöchheim an und schauen, wie viele Pinguine dieser Weihnachtsmarkt verdient hat. Als erstes bewerten wir die Anreise. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Ich bin vom Würzburger Hauptbahnhof hierher gefahren. Das Ganze war in meinem Semesterticket drin, hat genau 7 Minuten gedauert. Die Anbindung in Veitshöchheim bekommt von uns 4 Pinguine, einen Pinguinabzug, da der Zug nur jede Stunde fährt. Pauline, wie viele Pinguine würdest du dem Glühwein hier geben? Dem Glühwein würde ich 4 Pinguine geben, da die Auswahl für den recht kleinen Weihnachtsmarkt sehr gut ist. Ja, das stimmt. Vor allem der Glühwein kostet auch nur 2 Euro und es ist echt gut. Ja, und der eine Pinguinabzug ist, weil die Tassen nicht so schön sind. Sera, was hältst du von den Preisen hier so? Also ich würde den Preisen hier 5 Pinguine geben, denn wir als Studenten haben ja alle nicht so viel Geld zur Verfügung und da sind die Preise hier echt top. Das Ganze liegt aber auch daran, dass der Weihnachtsmarkt von Freiwilligen organisiert wird und nicht kommerziell ist. Wir möchten dem Veitshöchheimer Weihnachtsmarkt 5 Pinguine für den Flair geben, da es hier Live-Musik gibt, das Ganze von Freiwilligen veranstaltet wird. Außerdem ist die Deko echt schön und die Leute sind alle super sympathisch. Der Weihnachtsmarkt findet an den 4 Adventswochenenden statt und jeden Freitag ist hier ein anderes Motto zu finden. Das war's mit dem Veitshöchheimer Weihnachtsmarkt. Von 20 zu erreichenden Pinguinen hat dieser Weihnachtsmarkt 18 erreicht. Und nun lass uns den Himmelstädter Weihnachtsmarkt unter die Lupe nehmen. Wir sind angekommen in Himmelstadt. Das Ganze hat 15 Minuten mit dem Zug gedauert und das Ganze ist auch noch im Semesterticket drin. Dann würde ich sagen, vergeben wir der Anreise 3 Pinguine, da der Zug leider nur jede Stunde fährt und man leider vom Bahnhof noch ein Stückchen zum Weihnachtsmarkt laufen muss. Wie findest du den Glühwein hier? Ich finde den Glühwein echt gut. Er ist etwas stärker, was jetzt aber für die Studenten auch kein Nachteil ist. Und vor allem kostet er nur 1,50 Euro. Ja, und Abzug gibt es für den Glühwein, da es eher in Pappbechern serviert wird und das Ganze umweltschädigend und nicht so schön ist. Deswegen gibt es von uns 3 Pinguine. Ich würde den Preisen auf jeden Fall 5 Pinguine geben, da die Preise einfach unschlagbar sind und ich noch nie auf einem Weihnachtsmarkt war, wo es so günstig ist. Wir finden, der Weihnachtsmarkt in Himmelstadt hat für den Flair nur 2 Pinguine verdient, da es trotz Schnee nicht sehr gemütlich und weihnachtlich wirkt. Und die Deko, es hat zwar jeder Stand eine eigene Deko, aber der komplette Weihnachtsmarkt ist halt irgendwie undekoriert und ungeschmückt. Das war's auch schon mit dem Weihnachtsmarkt in Himmelstadt. Dieser Weihnachtsmarkt hat 13 von 20 Pinguinen erreicht. Und jetzt gebe ich weiter an die Pauline, die gerade schon in Würzburg auf dem Weihnachtsmarkt wartet. Während Sera noch auf dem Weg ist, vergeben wir diesem Weihnachtsmarkt 5 Pinguine für die Anbindung. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Ja, hi, es hat ja nicht lange her gedauert. Ja, der Flair ist hier echt mega toll. Wie man sieht, haben wir mega viel Spaß. Wie viele Pinguine würdest du dem Flair denn hier geben? Ich würde dem Flair auf jeden Fall 5 Pinguine geben. Vor allem ist die ganze Stadt auch super schön geschmückt. Ist echt toll hier. Beim Glühwein gibt es auf jeden Fall Pluspunkte für die Auswahl, den Geschmack und die wunderschönen Tassen. Abzug gibt es, weil der Glühwein sehr teuer ist und deswegen kriegt der Glühwein hier 4 Pinguine. Für die Preise gibt es von uns 2 Pinguine, da der Würzburger Weihnachtsmarkt im Vergleich zu den anderen viel teurer ist. Das war's auch schon mit dem Würzburger Weihnachtsmarkt und er hat 16 von 20 Pinguinen bekommen. Das war's mit der Weihnachtsmarkt-Tour mit Sera und Pauline. Und der Gewinner ist Veitshöchheim!